Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag von meiner Challenge Sei deine Vision. Ich habe heute sehr, sehr lange gebraucht, weil der Prozess auch natürlich was mit mir macht und habe ewig geschlafen wie ein Stein und ja, bin jetzt etwas später dran. Aber ihr habt natürlich Zeit für diese Challenge Tag 3. Eigentlich ist es Tag 3 und Tag 4. Weil es bis morgen, Sonntag, 17 Uhr, wenn ihr es da bis dahin vollenden könnt und postet wieder als Video, Post oder live. Ja, was ist denn der nächste Schritt? Wir haben jetzt im Tag 2, haben wir nochmal genauer, sind wir tiefer reingegangen in das wichtigste Gefühl zu eurem, zu eurer Lieblingssache, zu eurer super duper Lieblingssache. Das wichtigste Gefühl, was daraus aus dieser Lieblingssache generiert und auch, was euch das geben soll in einem Satz. Das habt ihr ja sehr schön zusammengefasst. Und was jetzt der nächste Schritt ist, dass ihr euch einen heiligen Ort schafft. Also einen Ort, wo ihr vorbeilauft, sagen wir mal, wo ihr euch aber auch vielleicht aufhaltet öfters. Also es kann am Schreibtisch sein zum Beispiel. Es kann im Schlafzimmer sein, wo auch immer ihr den Ort findet, wo ihr euch auch mal hinsetzen könnt und das betrachten könnt, was ihr da macht. Ja, dann könnt ihr zum Beispiel eine schöne Decke hinlegen und dann, ja, dann ein Foto von der Lieblingssache oder eine Neurografik für die Neurografiker. Es kann auch ein Gegenstand sein, der euch mit der Sache verbindet. Also ich sage euch mal ein Beispiel bei mir. Bei mir ist es ja Sylt, die Lieblingssache, Lieblingsort. Da nehme ich jetzt eine eigene Postkarte von mir. Das ist ein Steg auf Sylt, der mich immer sehr berührt hat, weil er so mitten ins Meer führt und gleichzeitig so diese tosende Brandung da auch ankommt. Und ich habe das genannt, lande am Steg und fühle mich, inspiriert die Meerjungfrau. Das ist so mein Liebling im Moment. Ja, dann stelle ich das also auf. Und dazu schreibe ich mir eine schöne Karte. Könnte ja auch die Neurografiker wieder neurografisch gestalten. Oder ja, einfach schön schreiben. Oder einfach nur die Worte draufschreiben, wie ihr das wollt. Also ich habe es jetzt recht einfach gemacht. Ich habe oben das wichtigste Gefühl, was mir das gibt, draufgeschrieben. Und dann, was mir die Insel gibt, als Einsatz. Ja, ich vertraue, mein Selbst zu fühlen, zu erinnern und zu leben. Das gibt mir die Insel. Und es ist wichtig, dass ihr das getrennt voneinander habt, weil es geht jetzt darum, dass wir aus diesem Lieblingssache, aus der Lieblingssache, das extrahieren, ja, also getrennt haben. Weil es geht ja darum, dass ihr das in euch integriert, was euch das geben soll, ne? Dass ihr das in euch findet und nicht im Außen. Und deshalb ist es sinnvoll, das auf getrennte, also das einfach getrennt zu haben. Ja, es geht nämlich jetzt darum auch, also ihr macht dann ein Foto von diesem Ort, den ihr geschaffen habt. Das kann wirklich sehr einfach sein, ne? Und wenn ihr das posten wollt, wäre super. Und dann, ja, dass ihr vielleicht heute und morgen nochmal euch das anschaut und das vertieft, was ihr da geschrieben habt, ne? Da hinein fallt es so in euch bewegt. Es kann draußen im Wald sein, am Wasser sein, dass er mal die Worte in euch bewegt und guckt, dass ihr vielleicht eine Sache macht, die euch das auch geben kann. Ne? Zum Beispiel jetzt, also ich würde heute an den See fahren und merken, ja, dieser Ort, der See gibt mir auch ganz viel von dem, was mir Sylt gibt, vielleicht schon, ne, weil es Wasser ist und weil er
von der Energie her ähnlich ist. Ja, also eine Sache, die ihr heute ganz für euch macht, für diese Vision von euch selbst. Also ich nenne es Visionsessenz. Also das ist ein Teil jetzt von eurer Visionsessenz. Ja, das von euch selbst. Ja, und dieser Teil, dass ihr da eben das mit einer Sache lebt heute. Nicht nur heute, sondern möglichst jeden Tag. Bis sich das ganz erfüllt hat. Und dann kann natürlich was anderes kommen. Ja, also das ist die Aufgabe von heute. Ich fasse es nachher nochmal zusammen. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie die Vision von sich selbst, wie die sich noch erweitern kann. Und zwar zeige ich das nochmal anhand von meinem eigenen Schöpferessenz-Kunstwerk. Also wir sind ja irgendwie alle Schöpfer und Schöpferinnen unseres Lebens und unserer Wirklichkeit. Und das soll jetzt nicht spirituell abgehoben klingen, weil ich soll einfach geerdet sein und auf der Erde einfach umgesetzt sein. Ne? Aber dennoch sind Visionen natürlich aus einer sehr hohen Dimension. Ne? Und damit es auf die Erde kommt, habe ich es in die Materie gebracht. Also das heißt, ich habe es einfach in ein Kunstwerk umgesetzt. Ja, und da seht ihr nun, wie gestern schon gesagt, seht ihr dieses Kunstwerk, was für mich Sylt repräsentiert, die Energie, was ich selber gestaltet habe, mit einer Muschel von Sylt, mit Perlmutter heißt das. Das, was da auch noch drauf ist, also aus einer Perlmutt. Aus Perlmutt ist das, aus echtem Perlmutt gemacht. Und eine Perle ist drauf und das Kunstwerk heißt die Perle der Nordsee. Und das empfinde ich auch so, dass das ganz viel mit mir zu tun hat. Ja, und diese Liebe rübergibt, ne, die ich aufgeschrieben habe. Ja, und dann ist sozusagen diese Wellen und all diese Kraft von der Insel, die gehen über diesen Strom hier hinein in meine Höhle, in meinen Rückzug, den ich auch immer wieder brauche. Und da ist sozusagen dann dieser eine Kristall dann das Sinnbild dafür, dass da das landet. Und dann ist da noch eine Glaskette in Rot. Die ist in Herzform, also weil einfach die Liebe das wichtigste Thema bei mir ist. Der Kristall zeigt auch noch mein größtes Talent, dass ich Essenzen von anderen in Kunst umsetzen kann. Also ich mache diese Sachen auch im Auftrag. Hier hinten an der Wand seht ihr noch das Thema Wunder würde wert, auf das ich gekommen bin durch die Challenge bei Antonia Daniek. Dass ich selbst ein Wunder bin, dem die Würde geschehen darf und damit auch, dass ich den Wert bekomme. Und da habe ich eine Perle, eine große und eine kleine, also für Mutter und Kind. Mutter und Kind in mir. Diese Geborgenheit schenkt das einfach. Genau, und dann haben wir für den männlichen Aspekt, haben wir oben den Löwen noch dran, der an der Stirn im dritten Auge auch einen Kristall hat und unterhalb vom Kinn im Hals auch den Bernstein. Und der Bernstein, der hat ganz viel Sonnenenergie in sich sozusagen, dass diese Sonnenkraft auch in der Sprache rüberkommt. Ja, also das ist mein Gesamtkunstwerk von mir selbst, höchsten Vision von mir selbst. Also ich nenne sie Schöpferessenzkunstwerke. Und meine Schmuckstücke, also dieses eine, was ich von Kerstin Spitzer habe fassen lassen, das kommt da abends in die Höhle rein, sodass es sich aufladen kann mit der Energie. Und auch mein Larimar-Ring kommt da rein. Und sozusagen, dass das dort seinen Ort hat, wo es wieder mit der Energie von mir selbst aufgeladen wird. Und tagsüber trage ich es dann. Genau. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, wie sowas auch noch sehr viel umfassender sein kann natürlich. Ihr könnt euch auch durch viele, viele Methoden, die sicher einige von euch auch schon kennen, wie Human Design, wie
die Seelenessenzen, wie Astrologie natürlich, wie das Enneagramm, was ich ganz wichtig empfinde, das Enneagramm, weil es wirklich die hinter der Maske, hinter die Maske schaut, hinter die Maske vom Ego, die wirklich sehr, sehr massiv sein kann. Also ich weiß es von mir, ich habe 25 Jahre wirklich sehr viel an mir gearbeitet und als ich dann zum Enneagramm kam, da wusste ich, ja, da gibt es noch eine Riesenwand, hinter die ich nie geschaut habe. Und da bin ich jetzt die letzten 2 Jahre sehr viel dahinter gekommen. Ja, in den 10-Wochen-Programm, da werden wir auch einige von diesen Aspekten näher betrachten, wie das Enneagramm und die Seelenessenzen werden wir auch anschauen. Und dann natürlich die Vision fürs Unternehmen Schritt für Schritt miteinander entwickeln mit verschiedensten Methoden. Also es läuft ein bisschen parallel insgesamt. Ja, jetzt freue ich mich auf euren Beitrag. Also wie gesagt, ein Foto von eurem heiligen Ort jetzt mit einer Karte, wo das wichtigste Gefühl zu eurem Lieblingssache steht und was euch das geben soll in einem Satz und dazu eben ein Foto von der Lieblingssache oder ein Gegenstand, der das repräsentiert. Genau, und das postet er in der Gruppe. Wenn ihr natürlich noch Erkenntnisse dazu habt, klar, gerne. Und ihr könnt natürlich auch reinschreiben, dann der zweite Teil der Aufgabe, dass ihr guckt, was kann euch noch dieses Gefühl geben, was kann euch noch das, was euch das, die Lieblingssache gibt. Vielleicht gibt es was anderes, was euch das auch geben kann. Ganz sicher gibt es da auch was anderes in eurer Nähe, in eurer Wohnung, ein Bad nehmen, irgendwo an See fahren oder was auch immer, ne, was euch dieses vermittelt. Gut, dann freue ich mich auf eure Beiträge und morgen Abend um 18 Uhr ist dann die Verlosung. Falls ihr Fragen habt, gerne, gerne, gerne. Einen ganz wunderbaren Tag, getragen von eurer höchsten Vision, von euch selbst. Tschüss!